Gestern musste ich lachen. Wir unterhielten uns über Schminken und der Max meinte, er fände geschminkte Frauen grässlich. Die jungen Frauen, die man so auf der Straße trifft, die wären doch alle von Natur aus schön und bräuchten sich doch eigentlich gar nicht zu schminken, im Gegensatz zu den Männern. Ich konnte leider nicht anders, ich musste ihm das Geheimnis verraten, dass die alle geschminkt sind, die man so trifft. Herzlich willkommen zu Asra bloggt. Heute geht es um Schönheit. Was ist denn eigentlich schön? Was findet man schön? Was findet ihr schön? Was finde ich schön? Ich war mal in einer Ausstellung von Sophie Calle, einer französischen Konzeptkünstlerin. Da hingen Fotos, daneben Porträts von blinden Menschen und ihre Antworten auf die Frage der Künstlerin: Was ist dein Bild von Schönheit? Fische faszinieren mich. Manchmal bemerke ich, dass ich minutenlang vor dem Aquarium stehe. Wie ein Idiot stehe ich da. Einfach weil es schön ist. Im Traum habe ich meinen Sohn gesehen. Er war 10 Jahre alt. Er hatte sein Pyjama an. Er schaute mich an und lächelte. Er lief mir entgegen. Ich fand ihn sehr schön. Ein Himmel voller Sterne muss schön sein. Grün ist schön. Immer wenn mir was gefällt, sagt man mir, es sei grün. Das Gras ist grün, Bäume, Blätter. Auch die Natur. Ich trage gern grüne Sachen. Was ich schön finde, ein Herbstwald ist schön. Wasser, ein Garten. Ein leckeres Essen kann schön sein. Dazu gehört auch, dass das Gemüse nicht von wer weiß woher kommt und nichts vergiftet oder gequält wurde. Kinderbilder finde ich schön. Licht und Schatten. Selbstgemachte Marmelade. Diese Jacke finde ich schön. Ich habe mit Kerstin im Second-Hand-Laden gestanden und da hing ein Pullover ohne Kopfloch. Hallo Kerstin. Und wir haben da ganz lange davor gestanden, überlegt, wie man das anzieht. Dann haben wir schließlich rausgefunden, ja, sowas ist auch schön. Raffiniert und toll. Wie ging das denn jetzt nochmal so? Die eine Hälfte ist eigentlich nur wie so ein Kragen, der da dann drüber kommt hier. Auch ein Auto kann schön sein. Schön sind die mit Pflanzen gefärbten Sachen von Sammy. Ein Computerprogramm, mit dem Kinder selbstständig Mathe üben können, kann schön sein. Auch streiten kann man sich auf schöne Art, anstatt auf hässliche. Schön ist auch ein Schulprojekt, bei dem Kinder Briefe an die Nachkommen von Holocaust-Überlebenden schreiben und Antwort bekommen. Diese selbstgemachten Häuser finde ich schön. Ich könnte endlos weitermachen. Ich bin überzeugt, dass Schönheit wirkt, auf jede und auf jeden. Auch auf die, die angeblich keinen Sinn dafür haben und für die Schönheit eine oberflächliche Nebensache ist. Ein besonders schönes Beispiel für Schönheit habe ich in Andernach gefunden. Gehen wir jetzt hier links die Bahnhofstraße lang. Ja. Richtung historisches Rathaus und romanische Kirche Und der Turm ist 10. und runden Turm. Genau. Super. Und da können wir dann noch am Rhein lang gehen. Hier waren früher die schlimmsten Drecksecken der Stadt. Die Stadtreinigung musste immer wieder zerbrochene Bierflaschen, Kippen, Müll und Hundekot entfernen, bis eines Tages ein städtischer Bediensteter eine geniale Idee hatte. Statt Betreten verboten und anderer Verbotsschilder sollten hier Gemüse- und Obstgärten entstehen, die allen gehören, ohne Zäune. Zusammen mit der Gartenbauingenieurin Heike Baumgarten fing Heinz Kosack einfach an und baute die essbare Stadt. Es gibt viele schöne Filme und Interviews über die essbare Stadt Andernach, wie das alles entstanden ist, über das Konzept, wer daran beteiligt ist, wie sich das trägt und welche weitreichenden Auswirkungen dieses schöne Projekt schon hatte. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Am spannendsten finde ich die Aspekte Gemeineigentum, kultureller Wandel, neue Kultur der Öffentlichkeit und dass es funktioniert. Es funktioniert deshalb, weil die Menschen daran beteiligt sind. Jede und jeder kann mitmachen, jeder kann mithelfen und ernten. Es funktioniert auch deshalb, weil man sich gegenseitig erzählt, warum man nicht alle Weinblätter abpflücken soll und wie man mit Weinblättern kocht. Es funktioniert, weil man sich erzählt, warum man bei den Kartoffelpflanzen besser nicht nachguckt, wie dick sie schon sind. Es funktioniert auch, weil man sich erklärt, warum man die Schafe und die Hühner besser nicht mit Brot füttert, dass man aber beim Füttern mitmachen kann. Und dass man erfahren kann, dass die Taubnesseln kein Unkraut sind, sondern Nahrung für die Bienen an der Stadtmauer. Es gibt übrigens keinen Vandalismus. Nichts ist zerstört, verdreckt oder beschädigt worden. Das liegt natürlich daran, dass von Anfang an alle beteiligt wurden. Die Anwohner und Anwohnerinnen, städtische Bedienstete,
Arbeitslose, die da auch beteiligt sind an der Arbeit, die da zu machen ist, Schulen, Jugendliche. Und alle haben das Gefühl, diese Gärten sind unsere, das gehört uns. Aber Kosak und Baumgarten führen das auch darauf zurück, dass von Anfang an Wert darauf gelegt wurde, diese Gärten schön zu gestalten. Denn Schönheit generiert Respekt. Ist das nicht schön?